der übrigens auch diverse Trainings veranstaltet, wenn man das Ganze mal lernen möchte. Und wenn Sie sehen, dass viele Fahrzeuge kleine Kameras auf dem Dach montiert haben, lohnt der Blick nach YouTube oder die anderen Portale, um eine Werbung zu machen. Allen voran natürlich das ganze Geschehen bei Sport Auto Online auch zu sehen. Ja, der Beifahrer schämt sich jetzt ein bisschen, ne? Ja, der wird am liebsten zu Handschuhfahrer versinken. Interessant ist auch zu sehen, du siehst immer wieder Auto. Ja, hinten raus. Gerade die C-Klasse sieht man, glaube ich, ganz deutlich, dass man da so ein bisschen komplett gelöst ist.